Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute geht es um den Topinambur. Und das ist diese riesige Pflanze, die ihr hier neben mir seht. Also riesig, sie ist wirklich riesig. Also so ein Topinambur, der kann bis zu 3 Meter hoch werden. Und ich glaube, dass er tatsächlich noch höher ist. Weil ich denke, also ich bin 1,70 und dieser Topinambur, der ist locker doppelt so groß wie ich. Also eine Riesenpflanze. Und viele Leute denken, dass er eine Sonnenblume ist. Weil die, wenn man so eine Blüte hier anguckt, so eine Blüte sich anschaut, die sehen wirklich sehr, sehr aus wie Sonnenblumen. Was auch nicht ungewöhnlich ist, weil der Topinambur auch ein Korbblütergewächs ist und sehr eng verwandt mit den Sonnenblumen ist. Im Unterschied zu diesen bildet er aber Knollen, die essbar sind. Also diese ganzen oberirdischen Triebe, diese langen, langen Triebe, die sterben dann zum Herbst hin ab. Aber in der Erde, da befinden sich ganz fantastische Knollen, so Wurzelknollen, die essbar sind und die auch ja, einen außergewöhnlichen Geschmack haben, die man auch durchaus essen sollte, also wenn man schon mal so einen Topinambur im Garten hat. Ich versuche euch mal das Gewächs in seiner vollen Größe und Pracht zu zeigen. Also da fängt er an und dann wächst und wächst und wächst und wächst er, überragt die Gusterhecke. Er wird immer noch höher und da ganz oben, da quasi bis in den Himmel hinein, oh, da reicht meine Kamera gar nicht, da hört er dann quasi erst wirklich auf zu wachsen. Und ja, wenn jetzt nicht schon irgendwie Herbst wäre, würde er vermutlich immer noch weiter und weiter wachsen. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen ihn nicht so gerne mögen. Er hat zwar ein unglaubliches Wachstum und sieht auch sehr, sehr schön aus, ist aber eine invasive Pflanze. Diese Wurzelknollen, die man so schön essen kann, die lassen sich wirklich nur sehr schwer aus dem Boden rausholen. Sie sind sehr tief in der Erde drin. Sie verwachsen sich auch noch manchmal mit dem Wurzelwerk anderer Pflanzen. Und dann kann es passieren, wenn man da nicht Einhalt gebietet, dass man irgendwann in irgendeinem Areal seines Gartens überall diesen Topinambur hat, was natürlich auch jetzt nicht so jedermanns Sache ist. Das muss man ja leider auch sagen. Ja, schaut es euch an, was im Sommer noch so wunderschön geblüht und ausgetrieben habt. Das ist jetzt im zeitigen Frühjahr oder Spätwinter, wir haben jetzt Ende Februar, also Spätwinter eher noch, das ist der Topinambur. Immer noch riesig, aber halt keine Spur mehr von irgendeiner Blütenpracht. Aber heute ist jetzt der Tag gekommen, an dem er geerntet wird. Das ist grundsätzlich ab Oktober ungefähr den ganzen Winter über möglich an frostfreien Tagen und natürlich möglichst auch an nicht regnerischen Tagen. Der Regen, gut, der würde jetzt der Ernte selber nichts ausmachen. Aber wenn man so als Pflanzenfreund dann da so unterwegs ist und nass wird, nur weil man einen Topinambur ernten möchte, naja, das muss natürlich dann auch nicht sein. Das wollen wir alle nicht. Und bevor wir an die eigentliche Ernte gehen, müssen wir erst einmal diese Triebe abschneiden, diese riesigen langen Triebe. Das kann man hier mit so einem schönen, einer ganz normalen Gartenschere machen. Die werden so, naja, ich sag mal 15, 20 cm werden stehen gelassen. So, und da sieht man ja schon auch, wie dick auch diese Triebe sind. Das ist ja schon Wahnsinn. Die müssen natürlich dann entsorgt werden. Und die Ernte selbst, die erfolgt dann mit Hilfe einer Grabegabel. Da können wir nicht einfach so buddeln, da brauchen wir eine Grabegabel. Man könnte auch einen Spaten verwenden, nur mit einem Spaten ist das so eine Sache. Da kann man ja versehentlich die Knollen beschädigen, also Grabegabel. So, mit dieser Grabegabel, da stechen wir erstmal so im Umkreis von dieser Pflanze erstmal so in die Erde rein. Ein bisschen auflockern. Ihr seht schon, es erhebt sich ein wenig. Und dann kann man hier so dran ziehen und man hat eine Wurzel. Also man hat auf jeden Fall kein Topinambur, das steht fest. Aber die sind da, die Knollen, das weiß ich. Also lasst euch davon nicht abhalten, man hat erstmal die Wurzeln, so ist das halt hier. Dann müssen wir ein wenig weitersuchen. Ich wollte euch das jetzt so schön zeigen, ich wollte jetzt an diesem Topinambur so ziehen und da sollten die Knollen eigentlich dranhängen, aber das hat jetzt nicht ganz so geklappt.
aber egal. Die Knollen werden da sein. Hier sind schon mal welche. Hier sind schon mal zwei ganz wunderbare Topinambur-Knollen. Also ist ja nicht so, dass ich euch hier irgendwas erzähle. Die sind tatsächlich da, auch wenn sie sich ein bisschen diskret versteckt haben. Und die kann man dann weiter verarbeiten, also schön verarbeiten oder wieder zurück in die Erde stecken, dass sie dann neu austreiben und im Folgejahr quasi erneute Pflänzchen hervorbringen. Hier ist zum Beispiel eine Urknolle noch. Hier ruht eine Raupe. Ja, aber mehr Knollen sind hier irgendwie tatsächlich gerade nicht zu sehen. Ist natürlich ein bisschen seltsam. So, und hier könnt ihr noch mal dieses sehr bescheidene Häufchen Topinambur-Knollen sehen. Die Ernte 2021, 2022. Das ist wirklich, sehr, sehr, sehr überschaubar. Ich meine, einige Knollen sind schön. Das sind so Knollen, wo man sagt, ja, da kann man auch wirklich was mit anfangen. Aber ganz ehrlich, hier solche Muckelchen, das, ist jetzt auch nicht so das, wovon man wirklich satt wird. Aber so ist das halt manchmal. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Ja, es ist wirklich wie verhext. Da habe ich wirklich jedes Jahr unendlich viele von diesen Topinambur-Knollen. Und dieses Jahr, wo ich das per Video mal zeigen wollte, wie schön die hier gedeihen und wie toll man die ernten kann, da ist das wirklich tatsächlich diese bescheidene Ausbeute hier von diesen ganzen hohen Pflanzen, die hier waren. Also keine Ahnung, was mit diesen Knollen passiert ist, ob da vielleicht die versehentlich aufgegessen wurden, aber von wem letztendlich, ich weiß jetzt nicht. Also ich werde sie auf jeden Fall essen, weil diesen Topinambur, den kann man ganz wunderbar, den kann man also roh essen, also natürlich schälen, ist klar, roh essen, dann in Salate oder man kann ihn kochen, so wie Kartoffeln letztendlich oder frittieren. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn verarbeitet und hat ja so einen sehr angenehmen, nussigen Geschmack. Und deswegen passen auch diese Knollen ganz, ganz toll zu vielen Gerichten. Sie sollten jetzt ein bisschen antrocknen, also diese Knollen jetzt erstmal so ein paar Stunden antrocknen lassen und dann schön waschen und möglichst auch zeitnah verarbeiten. Denn Topinambur ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er lange lagerfähig ist. Und das wäre ja sehr schade, wenn wir uns schon die Mühe machen und dann hinterher verdirbt er innerhalb von ein paar Tagen. Und als kleiner Tipp, wenn ihr ihn zubereitet, also beziehungsweise wenn ihr ihn schält, dann neigen diese Knollen dazu, sehr schnell so eine bräunliche Färbung anzunehmen. Und das ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache. Also ich meine, mich stört es nicht, aber es gibt Menschen, die haben das nicht so gerne, wenn ihr Essen so bräunlich wird. Und dann einfach auf diese Schnittstellen, die so sich verfärben, einfach ein paar Spritzer Zitronensaft machen, frischen Zitronensaft, dann kann so etwas nicht passieren. Tja, und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr hinterlasst ein Like, ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.